Hey, was geht? Ich bin zurück bei Tomb Raider. Und ich bin Cody, wie ihr wisst. Jetzt machen wir diese Seite wieder zu. Wir haben beim letzten Mal diesen einen Pfahl da kaputt gemacht. Wir müssen hier irgendwie fliehen aus diesem scheiß Kloster, ist das angeblich, ne? Diese Seite rechts haben wir schon kaputt gehauen mit dem Teil. Jetzt müssen wir noch die rechte Seite kaputt hauen. Die linke Seite meine ich natürlich. So, und jetzt mit dem Wind gehst du bitte da links rüber. Voll dagegen. Ja, stirb. Ich hab auch wieder eine komische Waffe gehabt. Applaus, Applaus. Hast du natürlich sehr toll gemacht. Weißt du was? Leck mich am Arsch! Will ich eigentlich verarschen? Wie oft soll ich den noch abballern? Mein Gott! Komm, verrecke! Du Hund! Warum stößt sie dir denn nicht? Alle! Alle kannst du stoßen, ihn nicht. Was ist das jetzt? Ich muss sofort hier raus. Mit der Glocke müsste es gehen. Naja, mit der Glocke müsste es natürlich gehen, ja. Dafür muss ich aber erstmal wieder beide Fenster aufmachen und dann. Und die Glocke noch mal ziehen, also das komische Kackteil. Und dann können wir hier vielleicht auch mal wieder raus, weil hier gefällt es mir nicht unbedingt so gut. Mit diesen komischen Fechtern und was auch die, was es hier nicht gibt. Mach doch, treff doch den Scheiß, zieh dran und los. Ich nehme an, ich muss jetzt raus, also runter. Oh, Alter, dass die noch lebt, ne? Ach, oh, sorry, dass ich gehustet hab. Alter, oh mein Gott. Oh mein Gott. Die nicht hochfallen. Ja, daneben gesprungen. Juppie, 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 juppie. Wie cool. So eine Scheiße. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Wer weiß das schon so genau. Mit diesen epischen Jumps hier. Ja. Okay, ich gebe es zu, wenn man nicht springt, dann ist es echt schwer, da lebend durchzukommen. Man muss schon die Sprungtaste drücken, ne? Ich versuche es nochmal. Also das ist echt ein Part, da sterbe ich ja echt mega oft, wa? Habt ihr den gesehen, wie der da stand? Also irgendwie soll ich springen, oder nicht? Natürlich musst du springen! Sonst wird das nichts mit dem Überleben, Freundchen. So. Warten.
Und dann auf die Brücke. Ja, natürlich. Und das alles für den toten Co-Piloten. Ja. Naja, wir haben immer ein bisschen was erfahren, ne? So ist es ja nicht. Ja, ich würde jetzt auch erstmal eine Pause machen. Das hält man ja im Traum nicht aus. Kann es vielleicht sein, dass die mit dem Feuerritual vorhaben, Sam zu verbrennen? Und sie zu opfern oder so? Könnte das vielleicht sein? Na gut, dann sollte sie vielleicht mal aufpassen, ne? Weil verbrennen oder verbrannt werden ist nicht gerade so cool, glaube ich. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Ja. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss. Ja, Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss. Wisst ihr was? Das hier. Finde ich nicht okay. Finde ich echt nicht okay. So, wir sind wieder draußen. Es sieht so aus, als würde es jetzt mal wieder ein bisschen chilliger werden, oder? Ach, das war aber jetzt auch spannend. Aber dass diese Wächter uns kein einziges Mal bemerkt haben, finde ich einerseits schade, aber einerseits irgendwie auch geil. Ach, da unten. Tot? Alle tot? Ey, wie viele von diesen Affen gibt es denn bitte? Es kann doch nicht tausende von denen geben, oder? Das sieht ja schon fast aus, als wäre er hier irgendwie unendlich von denen. Kann ja wohl nicht angehen, ey. Oh. Ein sehr eleganter Flug war das. Natürlich, natürlich, natürlich. Was anderes will ich auch nicht hinlegen. Und zack. Hier waren die Schwachmaten. Hallo, Schwachmat Nummer 1. Schwachmat Nummer 2. Und wo war Schwachmat Nummer 3? Den hatten wir schon, ne? Den hatten wir nicht. Schwachmat Nummer 3. Ich frage mich auch, wie die hier hingekommen sind. Ich meine,
Hier sind keine Verbindungen. Ich muss mir die immer selber schaffen. Ist wieder so ein Geocouch. Ja. Geocache meine ich. Nimm mal die Pumpkunden und mach mal ein Loch in die Wand, Mann. Boah, bald können wir aber auch überall hin, ne? Wir haben für überall, für alles das Wundermittel. Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das Ding gerät. Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Kleine, bewahr bloß die Ruhe. Es ist nur ein Spiel. Die Zeit läuft nicht davon. Das kannst du so natürlich niemandem erzählen. In der realen Situation, aber für mich ist es halt nur ein Spiel. So. Wir müssen Flugzeug. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber sie hat da vorne hingeguckt. Das heißt wohl, dass wir irgendwie hier lang müssen. Nehme ich an. Oder? Hoja! Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Flugzeugzimmer? Wow, Volltreffer! Der Tank ist voll! Lass ihn nicht auslaufen, Mann! Das Zeug ist Gold wert! Komm, wir müssen es vor reinschütten. Ja, warte, ich... Hilfe, schnell! Mach ich doch gerne. Aber erst wenn du tot bist. Ja, warte, ich hole den Behälter. Habt ihr gesehen, Leute, wenn man zu lange wartet, dann ist auch gegascht. Sollte ich das anzünden? Ich glaube ja nicht, oder? Ich meine, damit regen wir voll die Aufmerksamkeit auf uns. Verdammt, nein! Furcht, was ist das für mich? Solche Geschenke lehne ich dankend ab. Kannst auch mal irgendwie eleganter sterben und nicht mit so komischen Schlurzgeräuschen. Weil ihr seid alle selber schuld. Wie soll ich denn bitte hier durchkommen, wenn ihr mich alle abknallt, ja? Ich muss euch doch irgendwie aus dem Weg räumen. Ihr habt euch das doch selber so ausgesucht. Als ob ich das gerne machen würde. Freunde. Nee, nee, nee. So ist das Ganze nicht. So läuft das auch nicht. So ist es nicht, so läuft es nicht, so soll es nicht sein. So. Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Ja. Ja, ich schaff das, ich schaff das. Oh. Ich schaff's doch nicht. Leute, weggucken, wenn sowas passiert. Schrecklicher Tod.
Oh, Alter, fast in den Rotor reinkommt. Dass man hier kaum zielen kann. Ich sehe doch nichts. War das richtig? Ich weiß nicht. Boah, Fräulein. Nimm den Rucksack, nimm den Rucksack. Fallschirm ziehen. Das hat natürlich was gebracht. Notfallschirm. Oh. Alter! Was für ein geiler Scheiß. Ey, ist das cool oder ist das cool? Wow. Oh. Oh. Oh, das ging auf den Magen, oder? Oh, sowas kann echt schnell tödlich enden. Und sie überlebt einfach alles. Sie überlebt einfach alles. Sie hat so Glück. Und einfach weiterlaufen, genau. Das, sie ist so ein Übermensch, ne? Sie schreit voll rum. Das müssten die eigentlich gehört haben, die Leute. Ich finde die Armstolpe cool. Okay, da ist gar keiner anscheinend. Doch, da oben natürlich. Ja, natürlich. Als ob das geplant gewesen wäre. Wir sind schon fast da. Interessant, interessant. Ich würde sagen, nach der ersten Hilfe suchen wir im nächsten Part. Und dann würde ich sagen, ja, bis dann, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es war nicht allzu spannend. Also nicht, dass ihr irgendwie Herzkasper bekommt oder so. Und ja. Mal schauen, was jetzt nächstes kommt. So, das war's für diesen Part. Es freut mich echt, dass du bis hierhin geschaut hast. Und wenn dir der Part gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und es würde mich freuen, wenn du das natürlich auch mit deinen Freunden irgendwie schaffst zu teilen. Falls du noch mehr sehen möchtest, kannst du gerne auf meinem Kanal stöbern oder guck dir einfach den vorherigen oder nächsten Part an. Bis dann, euer Cody.